Besuch eines Waisenhauses in Agartha. Well schien seinen Vormund nicht zu vermissen. Er kam oft zum Plaudern und Teetrinken vorbei. Manchmal begleitete ihn Tira. Stellte sich heraus, dass sie Sängerin und Schauspielerin war, sowie ein sehr glückliches, liebenswürdiges Mädchen. Es war definitiv etwas zwischen den beiden. Ich wünschte beiden von ganzem Herzen Glück. Einige Tage später war ich frühmorgens im Garten. Sisilla schlief noch. Ich war in der Gartenlaube und hörte den Vögeln zu. Titsch war natürlich bei mir. Ich dachte über alles nach, was ich seit dem schrecklichen Schiffbruch und dem Verlust meines Vaters gesehen hatte. Ich dachte an die Ausbildung hier in Telos und daran, dass ich meine liebe Sisilla traf. Ich dachte über all meine neuen Freunde und neuen Erfahrungen hier nach. Und fühlte mich glücklich und dankbar, dass ich noch immer ich war. Vielleicht etwas weiser und nicht kalt und tot auf dem Meeresboden. Ein anderes Leben hatte mich erwartet, an einem anderen Ort, in einer anderen Dimension. Tatsächlich habe ich mich nie lebendiger gefühlt als hier und jetzt. Manuel und Valencio kamen, um mich für den heutigen Unterricht abzuholen. Als wir im Luftkissenboot saßen, erkundigte sich Will. Ich denke manchmal über Engel nach und frage mich, ob es hier Engel gibt. Und wenn nicht, wo sind sie? Sind wir Engel, obwohl wir denken, wir sind lebendig? Einige Menschen werden Engel, wie die heilige Maria und die Heiligen, oder? Du musst aufhören, wie ein Katholik zu denken, schimpfte Manuel. Es gibt hier keine Religion, nur den Glauben an den ewigen Schöpfer. Engel sind eine Gruppe in der fünften Dimension, keine toten Menschen, die sich verwandelt haben. Die Idee ist völlig falsch, obwohl viele Erdbewohner daran glauben. Sie hoffen, zu Engeln zu werden, wenn sie sterben. So funktioniert es nicht. Engel sind sicherlich unglaublich hilfreiche, gute Wesen, die für die Unterstützung der Menschen zuständig sind. Sie bewegen sich zwischen den Dimensionen und sind sehr weise und klug. Die Bibel, die Engel erwähnt, ist ein Buch wie jedes andere, eine Mischung aus Fantasie und ungeprüfter Geschichte. Und die Oberflächenbewohner haben entschieden, sie auf ein Podest zu stellen und zu verehren. Nicht alles ist darin wahr. Nicht alles, was ein Autor schreibt, entspricht der Wahrheit. Ach, entschuldige, Marianne, wir meinen nicht dicht, bemerkte Tim lächelnd. Was in diesem Buch steht und was ich euch vermittle, ist tatsächlich wahr. Die Oberflächenbewohner müssen wissen, dass wir wirklich existieren. Wir werden das bald physisch beweisen, aber ich weiß noch nicht wann. Es wird passieren. Wir werden später darauf zurückkommen. »Werde ich in der Lage sein, einen Engel zu treffen?« fragte Well. »Vielleicht«, antwortete Manuel, »das hängt ganz von dir ab. Zunächst musst du vieles lernen.« »Wie du bereits weißt, gibt es nicht nur Leben auf der Erde«, unterbrach ich. »Es gibt unterschiedliche Lebensformen innerhalb des ganzen Universums, und das wesentliche menschliche Leben ist ähnlich, auch wenn der Schöpfer ihm leicht unterschiedliche Formen verliehen hat.« Es gibt menschliches Leben, wenn man es so nennen kann, auf vielen anderen Planeten außer der Erde. Das war für einen Neuankömmling wie Well schwer zu begreifen, und ich konnte ihn gut verstehen. Ich hatte so viele Beweise gesehen, um meine Behauptung zu untermauern, so dass für mich keinerlei Zweifel mehr bestand. Er schwieg jetzt, aber er würde bald Beweise sehen. Das Luftkissenboot hielt an. Aus einem großen, runden Gebäude, bestückt mit Edelsteinen, strömte eine Schar von Kindern. Sie stiegen ins Luftkissenboot und warfen sich auf uns. Sie küssten, umarmten und tätschelten uns, wo sie konnten. Manuel brach ein schallendes Gelächter aus. »Ich wollte euch ein Waisenhaus in Telos zeigen«, sagte er grinsend. »Das ist die ultimative praktische Erfahrung. Beruhigt euch, Kinder, wir steigen aus.« Die Kinder zogen sich rasch zurück. Eine Gruppe glücklicher, lauter, völlig normaler Kinder. »Ich wollte euch ein Agatha-Waisenhaus zeigen«, fuhr er fort. »Es könnte jetzt weniger laut sein. Kommt herein.« Ausnahmsweise schien Titsch zurückhaltend zu sein.
Die Kinder drängten sich von allen Seiten um ihn. Er wusste, dass er selbst für die größten Kinder zu hoch war, um ihn zu streicheln, und erkannte, dass es am besten wäre, sich hinzulegen. Ich konnte nur seine schwarze Nase ausmachen, die Resignation ausstrahlte, und ich musste lachen. Bald gelang es ihm, sich ihrer Aufmerksamkeit zu entziehen, und ging mit uns weiter, nahe neben mir. Für einen Oberflächenbewohner ist es schwierig, sich ein solches Waisenhaus vorzustellen. Ich dachte, dass die Kinder dort glücklich sein mussten. Jedes einzelne von ihnen hatte einen eigenen Bereich mit einem Bett, Schreibtisch und Stühlen. Die Aula war riesig, mit allerlei Musikinstrumenten darin, einem Klettergerüst und Bodensitzkissen. Ein kleiner Junge kam auf mich zu und tätschelte meine Wange. »Jemand bringt uns jeden Abend ins Bett«, erzählte er mir. »Sie erzählen uns eine Geschichte, umarmen uns und geben uns einen guten Nachtkuss. Wenn jemand bestürzt ist, wird er getröstet und umso mehr umarmt. Wir bekommen gutes Essen und jede Menge zahnfreundlicher Süßigkeiten. Kranke Kinder werden sehr schnell gesund. Es kommt immer jemand, damit es uns besser geht.« Hier gab es jede Menge Zeit für Liebe. Diese Kinder wuchsen in einer liebevollen Atmosphäre auf und wurden ermutigt, liebevoll zu reagieren. Es war ein wundervolles, befreiendes Gefühl, diese Waisen von Liebe umgeben aufwachsen zu sehen. »Manche Kinder hier kommen auch von der Oberfläche«, erzählt uns Manuel. »Manchmal nehmen wir Kinder auf, die auf der Oberfläche Schwierigkeiten haben. Sie werden als verschwunden gemeldet und niemand sucht überhaupt mehr nach ihnen.« Weil seufzend sagte, »wenn sie sich nur so um mich gekümmert hätten, ich würde gerne an diesem erstaunlichen Ort arbeiten.« Wir befanden uns zurück im Luftkissenboot. Ich hatte angefangen zu erkennen, wie wichtig positives Denken ist, nicht nur um mit dem Fluss der Dinge zu gehen. Die Gedankenkraft ist unsere stärkste Waffe, unsere stärkste Abwehr und unsere einzige Möglichkeit für Kreativität. Und ich meine Kreativität. Es dauerte lange, bis ich lernte, durch das Denken zu leben und das Erschaffen durch Gedanken. Ich weiß nicht, wie ich ohne Sisilla die ganze Ausbildung bewältigt hätte. Auf seltsame, mystische Art und Weise behielt ich das Wissen in meinem Kopf, statt durch ein Ohr hinein und durch das andere hinauszugehen. Mein Gedächtnis war zuverlässig und ich lernte es auf unterschiedliche Arten zu steigern. In meinem neuen Leben gab es jede Menge zu behalten in dieser Zeit der Veränderung. Der nächste Halt war an einem Tempel. Wir sollten den täglichen Lebensablauf der Priester und Priesterin untersuchen, erklärte Manuel. Ich hatte dies bereits getan. »Priester und Priesterinnen arbeiten hier immer in Paaren«, fuhr er fort. »Oft übernehmen verheiratete Paare schwierige Fälle.« »Was bedeutet schwierig?« Wells Frage war ziemlich offensichtlich. »Liebe ist nicht immer so rein, wie sie sein sollte«, war Manuels kryptische Antwort. »Die Menschen haben hier emotionale Probleme. Wenn Schwierigkeiten auftreten, gibt es immer eine geistliche Person, mit der man sprechen kann. Und es werden Lösungen zu allen Problemen gefunden.« Da wir keine großen Probleme hatten, war es in erster Linie eine geführte Tour durch den inneren Tempel, der wunderschön mit Blumen dekoriert war. Mir fiel auf, dass sich Well an den Altar heranschlich, sich bekreuzigte und seine Hände verschränkte. Ein hartnäckiger Samen war in den dunklen Räumen des Vatikans gepflanzt worden. Es gab keinen Altar im herkömmlichen Sinn. Es gab schöne Gemälde und ein kleines Podium, wo die beiden Priester saßen. Es gab jede Menge schön dekorierter Blumen. Elementarwesen flatterten innen und außen herum, und die Farbe, der Duft und die Musik trugen zu der friedlichen Atmosphäre bei. »Wie alt kann man hier werden?«, fragte Well. »Jemand meinte Hunderte von Jahren, aber ich kann das nicht glauben. Er sagt, man sehe ewiglich jung aus. Das ist krank.« Manuel schaute ihn mit breitem Grinsen an. »Aber es ist wahr. Das Essen, von dem wir uns ernähren, und das Leben, das wir führen, ist kompatibel mit den höchsten Prinzipien des Lebens. Es ist ein Geheimnis, das ihr Oberflächenbewohner bisher nie zu verstehen in der Lage wart.«
Ist es nicht langweilig, so lange zu leben?« Wets Gesicht spiegelte das Misstrauen und die Skepsis wider, die ich selbst empfunden hatte, als ich das erste Mal hierher kam. Ich verstand ihn und antwortete deshalb, »Nein, es wird nie langweilig. 4 Stunden Arbeit täglich und 4 Stunden singen, tanzen und spielen füllen die Tage schneller, als du dir vorstellen kannst. Die Müdigkeit, die du am Ende des Tages spürst, ist natürlich und gesund und lässt dich herrlich schlafen. Ich habe mich nicht gelangweilt, seitdem ich hierher gekommen bin.« Ich fragte auch Tira, aber sie lachte nur. »Sie schien meine Frage nicht zu verstehen«, sagte Welt bedrückt. »Ich werde versuchen, dir zu glauben und habe mich definitiv entschieden, hier zu bleiben. Ich möchte mehr sehen. Ich möchte alles sehen.« Manuel und ich tauschten Blicke aus und grinsten. Der Junge entwickelte sich gut, und der Gedanke, dass er als Priester im Vatikan vorgesehen war, ließ mich erschaudern. Unser Luftkissenboot flog uns zum Flughafen, den Wäldern, dem Meer und kleinen Dörfern. Hoch oben in den Bergen fand die Edelsteinverarbeitung statt, Politur sowie Gestaltung. Well war wie ein Schuljunge, hielt sich bei den Handwerkern auf und aß schmatzend mit offensichtlichem Genuss das vegetarische Essen, mit dem wir ihn versorgten. Als wir schlussendlich am eleganten Eingang von Porto Logos hielten, rief Manuel, »Jetzt habe ich euch das Leben in Telos und Umgebung gezeigt. Es ist Zeit für euch zu lernen, wie man die Kraft der Gedanken nutzt, um zu erschaffen, was ihr möchtet, solange es positiv ist.« »Was ist mit der 5. Dimension?« fragte Well. »Wann werde ich sie erleben?« »Heute jedenfalls nicht«, lachte man nur vor sich hin. »Ich bin froh, dass du so lernwillig bist, und zu gegebener Zeit wirst du alles erfahren. Jetzt gehen wir in die Bibliothek für eine Lektion in der Kunst des Erschaffens, wofür ihr den besten Lehrer haben werdet, Arniel.« Well zuckte zusammen, legte die Hände vor seinen Mund, als ob er einen Schrei unterdrücken wollte, stattdessen wimmerte, »Oje, Tiras Vater! Gibt es eine Herrentoilette, wo ich mich präsentabel herrichten kann?«